Und damit wieder mal einen wunderschönen Buongiorno, Ladies und Gentle People, hier vom Nerd mit dem Shirt aus unserem kleinen zusammengezimmerten Studio, was wir für euch einfach mal so aus dem Boden gestampft haben. Die 80er Jahre waren für mich als kleiner Pupser eine wunderbare Zeit, wenn ich mich vor den Fernseher schwingen durfte, denn dort kamen Fernsehserien aus dem Nichts wie Maiglöckchen, die ihr kleines Köpfchen aus dem Restschnee nach oben ragten. Jedes Mal, wenn ich den Flimmerkasten also einschaltete, habe ich Serien gesehen wie Pippi Langstrumpf, Ein Colt für alle Fälle, Knight Rider, Airwolf und auch zum Beispiel das uns liebste, zotteligste außerirdische Wesen, was die Fernsehwelt jemals gesehen hat. Nur der Umstand, dass ich dieses T-Shirt trage mit meinem Geburtsdatum, sondern auch der Umstand, dass ich mich daran noch gut erinnern kann, beweist wieder einmal mehr, ich bin alt. Nur bevor jetzt einige von euch fragen werden, Mitch, du alteingerittener Nasenhirsch, worauf willst du denn jetzt hinaus? Kommen wir jetzt darauf, worum es in diesem Video gehen wird. Die Rede ist natürlich von nichts anderem als der Serie ALF. Oder besser gesagt, wir wollen nicht von ALF reden, sondern wir reden jetzt hier über Willy Tanner, also gespielt von Max Wright, denn der ist letzte Woche im Alter von 75 Jahren verstorben. Am 24. März 1990 haben wir uns alle von ALF getrennt. Das Raumschiff kam, nur die Polizei war schneller. Und die letzte Serie hatte damals noch den kleinen Funken Hoffnung in jedem einzelnen Filmfan gebracht, dass die Serie aufhörte mit den Worten "To be continued". Und jeder hatte gehofft, dass diese Kultserie weiterläuft. Nur schon damals wurde es klar, Willy Tanner und seine Familie und wir werden dann ALF in dieser Serie nicht mehr wiedersehen. 5 Jahre später, 1995, hat man es dann nochmal versucht mit einem Kinofilm, wo es auch um ALF direkt ging. Allerdings hatte man die Tanners dort nicht mehr sehen können und somit ließ ALF, egal ob er jetzt nach Melmac zurückflog oder auf der Erde blieb, Millionen trauriger Fans zurück. Für Max Wright allerdings sollte es eben halt die Rolle seines Lebens werden, auch wenn er sie wirklich so nie geliebt hat. Max Wright war damals eben halt vom Theater gekommen und hat eigentlich am Broadway auch schon gespielt und sollte dann mit seinen Worten degradiert werden und sollte eben halt zum Fernsehen, bis er dann eben halt seine Liebe verloren hat an diesen kleinen katzenfressenden Zotteltier. Oh, keine Angst, kleine Katze, dich darf er nicht fressen. Zusammen werden Max Wright, oder besser gesagt ja Willy Tanner und ALF weltberühmt. Als 1990 dann ALF eben halt uns alle verlassen hat, hat er auch ein großes Loch im Herzen von Max Wright hinterlassen und die Suche ging wieder von vorne los. Er hatte unter anderem mal das Glück, dass er wie zum Beispiel in der Serie Friends kleine Nebenrollen in einigen Folgen spielen durfte, aber einen Durchbruch wie zu der damaligen Zeit gab es für ihn dann leider nie wieder. 1995 hatte er einen großen Kampf vor sich, bei ihm wurde Lymphknotenkrebs diagnostiziert, er kämpfte und er siegte auch, nur danach ging es dann mit Max Wright stark bergab. Er verlor sich ab dem Jahre 2000 in Alkohol und harten Drogen. 2001 ist dann unter anderem auch ein Video aufgetaucht, wo er dann unter anderem nicht nur mit harten Drogen zu sehen ist, sondern dass er auch Sex mit einem Obdachlosen hatte. Linda Wright hatte ihm sogar 2003 durch seine Alkoholsucht geholfen. Auch diese hatte er bekämpft, nur sollte er nie wieder dann vor eine Kamera treten. Linda Wright war die ganze Zeit, wie gesagt, bei ihm, seine Ehefrau, die er dann 2017 auch an den Krebs verlor. Seit diesem Zeitpunkt hat er
einen neuen Lebenspartner gefunden. Über eine Datingseite lernte er den deutschen Krankenpfleger Rainer Detling kennen, der bis zu seinem Tode an seiner Seite blieb. Und dieses Mal kannte dann der Tod auch kein Happy End, denn am 26. Juni diesen Jahres 2019 hat dann auch Max Wright unsere Erde verlassen. Und ich möchte daher, so wie ich ihn eben halt in Erinnerung behalten möchte, Max Wright als Willie Tanner die silberne Ananas verleihen für seine große Rolle als Willie neben Alf in der gleichnamigen Kultserie. Mal, du rufst doch nicht etwa schon wieder Kate an. Sei unbesorgt, ich rufe die Zeitansage an. Kate, wie spät ist es? Vielen Dank. Billy? Ja, Alf. Schläfst du etwa? Ja, ich schlafe. Und ganz tief. So, das soll es dann wieder mal für diese Woche von mir auch hier gewesen sein. Und was ist denn das? Nein, hat etwa unser Kanal sich in Umkosten gestürzt? Wir haben jetzt auch Buttons? Das ist ja nicht zu fassen. Diese kleinen Buttons mit diesem netten Aufdruck. Wenn ihr wissen wollt, was da genau hintersteht, würde ich doch einfach mal sagen, wer von euch so einen Button haben will. Wenn ihr uns auf irgendeiner Convention seht, sagen wir zum Beispiel mal Oldenburger Otaku treffen oder auf dem Ohana oder 10 zahlreichen anderen Comic-Conventions, auf denen wir sind. Wenn ihr uns seht und ihr wollt einen so einen Button haben, springt uns an und schreit uns ins Gesicht: Oh mein Gott, bist du nicht Mitch oder Lars von Two Screeks, seid ihr nicht die Nerds mit den Shirts und wir haben gerade Buttons bei uns, dann habt ihr die Chance, diesen Button einfach von uns auch zu erhalten. Und ansonsten würde ich mich verabschieden, wie immer von euch, mit meinem gewohnten Hasta luego. Und nicht vergessen, da geht's hin, dort geht's hin, da unten geht's in diese Richtung, würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Dann werde ich mich wieder für euch an ein Video setzen. Und bis dahin, macht's gut, sagt euch, euer Nerd mit dem Shirt, euer Mitch. Von Two Screeks.